Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Handlesen. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Ilavia, ich grüße dich. Das ist dein Video und wir schauen deine Hände an. Und ich erkläre, was bedeuten die Linien, was bedeuten die bestimmten Zeichen in deinen Händen. Was ist der Unterschied zwischen linker Hand und rechter Hand? Bei Rechtshändler bedeutet die linke Hand die Vergangenheit, die Talente, die Fähigkeiten. Und von diesen Fähigkeiten kann man etwas schöpfen und die rechte Hand zeigt die Taten. Wie kannst du das im Leben verwirklichen? Das ist sogar möglich, dass im rechten Hand bestimmte Linien oder Zeichen im laufenden Zeit auch etwas verändern. Die Farbe des Handes ist rötlich. Das zeigt Lebenskraft, Lebensenergie, aber manchmal zeigt sich als Wut. Wenn ich diese Hand betrachte, dann erkenne ich die Feuer- und Luftelement, eine Mischung. Die Feuerelement zeigt dein Mut, deine Kraft, deine Begeisterung und die Luft. Element, die Leichtigkeit, deine Intelligenz und auch die Kommunikation. Das Form des Handes ist wie eine Künstlerin, ganz, ganz feinfühlig und künstlerisch begabt. Die mittleren Finger ist Saturnfinger. Saturn ist der Planet der Schicksal. Und hütet den Karma, belehrt uns auch. Saturn hilft uns, Halt bekommen im Leben und symbolisiert älteren Menschen, oft die Großeltern. Saturn steht hier ganz geradeaus und anderen Finger biegen nach innen. Und das zeigt deine Haltung. Du brauchst Schutz im Leben. Kann natürlich auch sein, du hast schöne Erinnerungen, was deine Großeltern betrifft. Und du hast als Kind immer diesen Schutz gesucht oder gefunden bei älteren Menschen oder bei Großeltern. Die kleine Finger ist Merkurfinger und zeigt deine Kindheit. Und biegt auch nach innen und das bedeutet, als Kind hast du schon diese Unterstützung gesucht. Die Zeigefinger ist Jupiterfinger und Jupiter bringt Glück, aber vertritt auch die Gerechtigkeit oder öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeiten und wenn mit dir etwas passiert, was du als ungerecht empfindest, dann suchst auch bei jemandem die Unterstützung oder ziehst du dich zurück. Daumen ist der Marsfinger und das bedeutet die Kraft. Und mit diesem Kraft kannst du dich behaupten im Leben oder hilft dir, dich zum Wehren. Marsfinger biegt aber nach außen. Das heißt, wenn Probleme da sind oder dich jemand angreift oder verletzt dich, dann bist du in die Lage, dich zu verteidigen. Im Hand sind es zwei Buchstaben, was markant ist. Einmal die Buchstabe M und Buchstabe K. Es kann der Name sein von jemand, die erste Buchstabe des Namens oder ein Ort oder einen bestimmten Begriff. Die Liebes-
Linie befindet sich unterhalb von Finger und beginnt im kleinen Finger, was deine Kindheit symbolisiert. Und wenn wir verfolgen die Linien, dann zeigen auch die Jahre, die Pubertät, dann Erwachsenenalter. Wichtig ist, wie schaut diese Linie aus? Es ist eine tiefe, gut sichtbare Linie. Das heißt, die Liebe spielt schon eine große Rolle in dein Leben und die Linie verläuft nach oben. Also hast du immer einen guten Ausgang. Endet zwischen Zeigefinger und mittleren Finger. Die Zeigefinger bringt dir Glück, weil das ist die Jupiter-Energie. Und die mittlere Finger ist Saturn. Hier handelt es sich um Schicksal, schicksalhafte Begegnungen, eine karmische Liebe. Die mittleren Finger ist Saturn-Finger und das hat mit Schicksal und Karma was zu tun. Von diesem Finger aus kommt eine etwas hellere Linie nach unten und erreicht dein Herzlinie. Und das bedeutet eine schicksalhafte Begegnung, eine karmische Liebe. Die Ringfinger ist Apollo-Finger. Das zeigt Vaterthemen, außerdem die Verbindungen und symbolisiert auch die Ehe. Dort ist zwei Linie, was von dieser Finger ausgeht. Das kann zwei wichtige Partnerschaft sein oder zwei Ehe. Der Kopflinie befindet sich unterhalb von Herzlinie, aber beginnt in die andere Seite des Handes, unterhalb von Zeigefinger. Und das zeigt deine Schulzeit. Das sind Unterbrechungen, das kann sein, dass Umzüge da waren, warst du in einer anderen Schule oder diese Wechselhaftigkeit, dass es Zeiten gab, wo du die Schule ernst genommen hast und anderen Zeiten hättest am liebsten alles hingeschmissen. Aber dann später im laufenden Jahren verläuft diese Linie so geradeaus, biegt zwar nach unten und erreicht die Handmitte. Und das zeigt deinen Beruf und auch deine Berufung. In Handmitte befindet sich die Quelle, die göttliche Quelle, die Intuition, die Inspiration, die göttliche Unterstützung, eventuell auch die Spiritualität. Dort hast du ein Dreieck und das symbolisiert auch die Verbindung zum Göttlichen. Und du hast diese Quelle. Und das wirkt auch auf deinen Berufung. Gegenüber von Daumen ist Mond und Neptunberg. Und das zeigt deine Träume, deine Sehnsüchte, deine Wünsche, aber auch deine künstlerische Begabung. Und die ganze Hand zeigt in diese Richtung. Deine Lebenslinie beginnt unten im Handgelenk, verläuft nach oben, biegt ab und umhüllt dein Daumen. Die untere Teil, also im Handgelenk, zeigt die Kindheit. Und das sind Unterbrechungen, eine schwache Linie. Das kann sein, dass du nicht wehren könntest anderen Kindern gegenüber. Du hast dich schwach gefühlt oder waren Krankheiten. Aber wenn du betrachtest diese Linie, die verläuft, dann wird immer tiefer, ist sichtbar. Du hast das gelernt im Leben, dich zu wehren oder dich durchsetzen. Die Schicksalslinie beginnt auch unten bei Handgelenk, verläuft nach oben Richtung mittleren Finger. Diese Linie ist ganz gut sichtbar, verläuft geradeaus. Das heißt, du hast dein Schicksal selbst im Hand
und du hast klare Ziele und Orientierung. Du weißt, was du willst. Von diesem Schicksalslinie aus kommen noch anderen, etwas helleren Linien dazu und ergibt sich hier eine Buchstabe K. Und das hat einen Einfluss auf dein Leben, auf dein Schicksal. Das kann jemand sein und dieser Buchstabe bedeutet die erste Buchstabe des Namens. Die Handmitte bedeutet die Quelle. Das ist unsere Intuition, aber bedeutet auch die göttliche Quelle, wobei da ist ein Zusammenhang da. Und hier im Handmitte hast du ein Kreuz. Und dieser Kreuz bedeutet Schicksal oder Karma, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich. Daumen ist Mars Finger und das bedeutet die Kraft. Und mit diesem Kraft kannst du dich behaupten im Leben oder etwas in Bewegung setzen. Das kann auch Sport oder Aktivitäten auch sein. Mars bedeutet aber auch der Mann, dein Seelenpartner. Und das zeigt sich die Daumen und unterhalb von Daumen dieser Berg, Marsberg. Und das hat eine schöne Farbe, eine schöne Energie. Und dort, wo die Daumen den Hand erreicht, dort befindet sich Venus, die Venus-Energie. Und hier trifft Mars und Venus, die beiden Liebenden. Und das hat mit Liebe was zu tun und auch mit Sexualität was zu tun. Aber dort, wo die Venus-Energie ist, das sind kleinere Linien, aber gut sichtbar. Das zeigt deine Weiblichkeit, auch deine kreative Art und auch dein Schönheitssinn. Und in diesem Bereich sehe ich so viereckigen Formen und das bedeutet die Sicherheit und Stabilität, auch die Struktur und das, was du brauchst in die Liebe. Partnerschaft. In diesem Bereich, wo die Venus-Energie ist, ist auch ein Pfeil sichtbar. Und das intuitiv verknüpfe ich mit dem Tierkreiszeichen Schütze. Und das zeigt Bewegung, Kontakte, Verbindungen, oft im Ausland. Im Handgelenk sind auch Linien, sieht aus wie ein Armband, das ist die Pluto-Linie, zeigt deine Macht über dein Leben, zeigt deine innere Kraft und auch die Sexualenergie, weil Pluto herrscht über diese Thematik. Und das sind schöne, tiefe, gerade Linien. Also hast diese innere Kraft in dir. Und jetzt schauen wir an deine rechte Hand und das sind die Taten. Im linken Hand war die Feuerelement und die Luftelement sichtbar. Hier im rechten Hand kommt die Erdeelement dazu. Das zeigt auch deine Arbeit, wie du das anpackst und bist du auch sehr fleißig. Außerdem sieht man die praktischen Veranlagung. Deine linke Hand ist aber künstlerisch und das kannst du noch verwirklichen als Hobby oder als deinen Berufung. Die Form des Handes und die Haltung, die Finger, ist so ähnlich wie bei linker Hand. Biegt nach innen und dein Daumen aber nach außen. Das könnte ich genauso beschreiben wie bei linken Hand. Die Herzlinie oder Liebeslinie befindet sich unterhalb von Finger
und beginnt bei kleinen Finger und das symbolisiert die Kindheit. Hier sind so kettenartigen Formen. Das kommt häufig vor bei Handlesen und das bedeutet Insel. In deiner Kindheit warst du entweder beschützt und das stärkt dich innerlich oder hast du diesen Schutz gebraucht. Das wirkt auf dein Liebesleben, weil du suchst einen Partner, der dich beschützen kann. Wenn du Lebenserfahrungen machst und bekommst du diese Unterstützung von Partner auch nicht, dann neigst du dazu, zurückzuziehen in deine eigenen Insel aus Selbstschutz. Die Linie ist tief, also spielt eine große Rolle in dein Leben, sehr intensiven Gefühlen, verläuft nach oben, erreicht dieser Punkt zwischen Zeigefinger und Saturnfinger, genauso wie im linken Hand auch. Aber hier biegt sich ab. Am Ende sind es zwei Linien, das kann zwei Partnerschaft sein oder zwei Männer in dein Leben, wo schicksalhaft haben einen großen Einfluss auf dein Liebesleben. Die mittleren Finger ist Saturnfinger und Saturn ist der Schicksalsplanet und bei Saturn haben wir auch karmische Themen. Von diesem Finger aus kommt auch eine Querlinie und erreicht deine Herzlinie. Das sind schicksalhafte Begegnungen oder eine karmische Liebe. Von Ringfinger aus kommt auch zwei Linien. Das hat mit Ehe was zu tun. Das kann zwei feste Partnerschaft oder zwei Ehe bedeuten, so ähnlich wie im linken Hand auch. Unterhalb von kleinen Finger, zwischen kleinen Finger und Herzlinie sind die Kinder. Da ist auch eine etwas längere, etwas schwächere, aber doch sichtbare Linie. Und das bedeutet die Bezug zum Kinder. Entweder deine Kinder oder im Allgemeinen zu Kindern, aber auch zu deinem inneren Kind. Und hier sind auch die Kindheitserinnerungen. Im Handmitte habe ich zweimal eine gut sichtbare Kreuz, genauso wie ich bei linker Hand erklärt habe, hier ist die Quelle, die Intuition und auch die göttliche Quelle. Und diese Kreuz kann religiösen Themen sein, Spiritualität oder für dich ist diese Quelle sehr gut, ist intensiv, handelst intuitiv und somit hast du einen Einfluss auf dein eigenes Schicksal. Gegenüber von Daumen ist Mond und Neptun. Diese Neptunberg und Mondberg haben Ähnlichkeit. Sie wirken auch hier gemeinsam. Das hat mit unserem Unbewussten was zu tun, mit unseren Gefühlen, unserer Kreativität, aber auch die Träume, die Sehnsüchte, auch die Visionen. Und hier, dieser Berg ist schon ausgeprägt, auch farblich gut sichtbar, aber hast du einen tiefen Punkt und das bedeutet etwas Traurigkeit, so könnte ich beschreiben, in eine tiefe Loch gefallen. Ich denke, das kommt daher, dass du spürst diese Begabung, aber du weißt nicht, wie du das verwirklichen sollst und das macht dich etwas traurig. Die Kopflinie ist so ähnlich wie im linken Hand. Das war die Schulzeit und später hat einen Einfluss auf deinen Beruf, Berufung. Und die Lebenslinie verläuft von unten von Handgelenk, halbrund und umhüllt die Daumen.
hier im rechten Hand ist besser sichtbar als im linken Hand. Das heißt, du kannst dich besser durchsetzen im Leben als früher. Zeigt auch Lebenskraft, Lebensenergie, Vitalität, Gesundheit und auch langes Leben. Pluto-Linie ist so ähnlich wie im linken Hand. Und das bedeutet deine inneren Kraft, deine Überzeugungskraft. Auch das ist gut sichtbar. Das schaut aus wie ein Armband. Wenn ich die Venus-Energie betrachte, das befindet sich dort, wo die Daumen die Hand erreicht. Tiefe Linie, das zeigt deine Weiblichkeit, dein Schönheitssinn, auch deine Liebesenergie. Was anderes ist hier im rechten Hand, das ist deine Schicksalslinie. Im linken Hand war das gut sichtbar. Ich habe auch gesagt, du hast dein Schicksal selbst in Hand, aber du setzt es nicht um, weil hier im rechten Hand ist kaum sichtbar, sind auch Unterbrechungen und das kann bedeuten, dass es ständig Veränderungen gibt oder andere Menschen haben einen Einfluss auf dein Schicksal und hier hast du eine Lernaufgabe, das selbst in Hand zu nehmen. Liebe Ilavia, so könnte ich deine Handlinie und die Figuren beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.